Was hatte ich gesagt? Ich habe im Internet keinen Guide, was die Skillung angeht, deswegen denke ich, dass es relativ auf sich selber gestellt ist. Ich werde Kudelka auf so Multitasking, so, also ein Mix aus Stärke, Tanky und vor allem Geschwindigkeit und Magie, denke ich, ist das Beste für sie, ich weiß es nicht. Edward wird so der Haut drauf, wie man sieht, ne? Hauptsache drauf, ne? Also er ist dumm, aber er haut halt drauf. Ja, und James ist der klassische Magier. Ich werde ihn überhaupt nicht in Stärke oder sonst irgendwas skillen, glaube ich. Ich denke, das ist eine ganz gute Sache. Sicher bin ich mir nicht. Ich hoffe, dieser fucking Stream macht jetzt hier mit. Damn! Ja, und das Geile ist, ich kann hier fast forward mit einem Knopfdruck machen, ey. Gib ihm. Und das Spiel läuft und what the fuck. Und läuft und läuft und läuft. Oh, hau mal drauf hier. Jawohl. Der Typ macht schon ordentlich Schaden mit seinen Zaubern, muss ich sagen. Auch wenn es Ewigkeiten dauert, bis die sich upgraden. Oh, bam, yeah, in your face, bitch. Sehr schön. Geil, Level up. Ich glaube, ich werde ein bisschen auf Geschwindigkeit, nicht Geschick, Beweglichkeit. Aber Weisheit wäre auch nicht schlecht, glaube ich. Ja, wir machen zweimal Weisheit. Vielleicht ein bisschen Beweglichkeit. James muss schneller werden! Das Ding ist, ich habe herausgefunden, es ist so geregelt, je näher man an einem Gegner steht, umso mehr Damage macht der Zauber. Das macht keinen Sinn, aber es ist so. Du siehst einen Haufen Leichen. Geil. Nice. Oh fuck. Ich kann keine Pistolenmunition mehr tragen. Ja, ich habe schon 99, okay. Ja, ich weiß es nicht. Das ist, glaube ich, eher nur eine... Vielleicht Empfehlung? Ich weiß es nicht. Ich hoffe, der Sound ist in Ordnung. Ich hoffe, es passt alles. Verdammt! Wie sieht's aus? Kommen wir da durch? Ich glaube nicht. Du bräuchtest Bärenkräfte, um das mit bloßen Händen zu schaffen. Wir kommen hier nicht raus? So schwer kann das doch nicht Warum sein. Warum fragen Sie nicht einen von denen hier? Verdammt! Habt ihr das gesehen? Da ist jemand! Unsinn! Finden Sie lieber einen Weg hier raus. Das dürfte doch für einen Dieb wie Sie zu schaffen sein. Sagen Sie das mal im East End, Sie Scheinheiliger. Ihr Kopf würde übers Pflaster rollen, noch bevor Sie es ausgesprochen hätten. Es ist sinnlos. Warum verschwende ich nur meine Zeit mit Ihnen? Ich bin hier im Auftrag Gottes. Ein Jammer. Welch ein Jammer. Ich bin Charlotte. Aber freut euch nicht zu früh. Ihr habt keine Chance. Ich rede mit drei Todgeweihten. Niemand wird euch retten. Niemand. Du bist also auch hier gestorben? Ja, ich bin hier gestorben. Vor Hunderten von Jahren. Direkt nach meiner Geburt wurde ich hier eingesperrt. An meinem 9. Geburtstag wurde ich geköpft. Happy Birthday. Seitdem geistere ich hier herum. Und niemand weiß, wer ich bin. Armer kleiner Engel. Armer kleiner Engel? Ich? Spart euch euer Mitleid für euch selbst. In 3 Tagen seid ihr tot. Nicht doch. Ich weiß nicht, warum dir das angetan wurde. Aber ich bin sicher, dass deine Mutter dich sehr, sehr geliebt hat. Meine Mutter? Ich kenne weder ihr Gesicht, noch ihren Namen, noch ihre Herkunft. Nichts! Sie hat sich nie um mich gekümmert. Von meiner Geburt bis zu meinem Tod hat mich niemand je geliebt. Ich will auch nicht geliebt werden. Ihr sollt sterben! Ich will, dass ihr alle tot seid. Ihr sollt alle sterben! Sterben! Ich will, dass ihr tot seid!
Das nenne ich mal eine schwere Kindheit. Stäben! Stäben! Ja, bist du ein Boss oder was ist hier los? Damn! Ja Mann, ich habe das Game auch megamäßig vermisst. Okay. Aber ja, ich brate ja eins über mit... Ja, mit was denn nur? Mit meinem Nudelholz of Doom. Ich will Geysir skillen, ehrlich gesagt. Mir reicht schon, wenn die Level... Zauber auf Level 2 sind etwa. Ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt. Ich könnte es mal ausprobieren, ob die Knarre was bringt. So, dankeschön. Weapon. Ne, ich glaube nicht, dass die Knarre kaputt gehen kann. Biri, biri, bi, bi, bi. Ach so, ja. Nachläuten, please. Bi, biri, so, jetzt gibt's einen auf das Fressbrett, Junge. Ah! Es gibt aufs Fressbrett, Monsieur. Möchte ich vielleicht nicht weiter wegstellen? Vielleicht je weiter weg ich stehe, umso mehr Schaden macht's? Ich weiß es nicht. Bene. Ich habe dem letzten Parasite Eve mal gespielt und da ist es ja auch so, da hat man ja auch eigentlich nur Knarren als Waffen und da ist es so geregelt, je näher man am Gegner steht, umso mehr Schaden macht man und je weiter weg man vom Gegner steht, umso weniger Schaden macht man. Dammit, Alter, so funktionieren Knarren nicht. Biri, bibi, biri, bibi, bibi, bibi. Ja, wir machen nochmal Geysir. Ich möchte es gerne auf Stufe 2 haben. Geil, Omat. Ah, gut, dann. Ja, bei einer Schrotflinte, okay. Kein Ding. Aber nicht bei einem Sturmgewehr. Ah, he's out of order. This was very easy. Gut gemacht. Level up. Yeah, baby. Ein bisschen auf Bewegung und ein bisschen auf tatsächlich Stärke und ja, komm. Alles auf einmal. Gewehr halten, cool. Ja, Bombe. Ja, schon, aber kein Scharfschützengewehr. Kann ich sie jetzt annehmen? Geil. Yay. We are free. Denn die Wand hat sich auf magische Weise geöffnet. Okay, erstmal abchecken, was... Ah ja, ich stehe auf dem Tisch. Ich verstehe. Gucken, ob hier was geht. Was ist das? Keule erhalten. Geilomat. Hier liegt auch was. Schlagring. Ja, Bombe. Wisst ihr was? Da ja Edward so ein Powerhouse ist, werde ich ihm mal den Schlagring geben. Also der kann ja wohl nicht kaputt gehen. Lichtschlagring. Angriff Licht, Level 3 schon. Geil. Stimmt. Level 3 ist, weil ich meine Dinge auf Level 3 gemacht habe. Normales Brett. Wir werden mal die Keule ausrüsten. Wir schauen mal. Keule. Angriff nix. Level 1. Geil. Gewehr. Mhm. Ich werde mal die Keule ausrüsten. Falls sie jetzt besser war, ich habe gar nicht drauf geachtet. Gegner? Gegner! Komm, Edward, Alter. Gib alles, Digga. So, einmal zack, zack. You know what to do, my friend. So, jetzt geht's auf die Nüsse hier.
Damn! Na gut, wenn man weiß, welcher Gegner gegen welches Element anfällig ist, dann sind die, glaube ich, schon geil, ne? Aber... Aua. Jo, Digga. So nicht, Alter. So nicht. Ja, yeah, voll auf die Omme. Ja, was soll ich sagen? Der Schlagring ist halt Licht. Es scheinen alles Lichtwesen zu sein, deswegen machen die wohl kein Damage hier. So sei es. Dann werde ich dir vielleicht mal... Ehrlich gesagt will ich eigentlich ihn nur mit den Händen zuschlagen lassen. He's a Power Man. Weil wenn ich Glück habe, dann schlägt er nämlich dreimal zu. Das Geil ist hier immer noch nicht auf Level 2. Heide Witz nochmal. Ja, und das obwohl... In der Tat. Damn. Kudelkas Schlaglevel hat sich erhöht. Geil. You the Unman. Sehr schön. Ich bin es gar nicht mehr gewohnt, dass die Kämpfe so langsam sind. Aber hey. Du, Edward, level up, my friend. Ich glaube, ich gehe ein bisschen auf Geschick hoch. Ich glaube, das hat was mit der Trefferwahrscheinlichkeit zu tun. Und dann werde ich, glaube ich, oh, Stärke. Stärke bis zum Umhagle. Okay, cool. Was haben wir hier? Hier scheint nichts mehr zu sein. Schade. Schade, ade. Schade, ade. Kerkerkellergeschoss. Yes, my friend. That's the truth. Moment. Wart, Moment. An den Mumien sind Namensschilder befestigt, auf denen Walnar und Wignar steht. Walnar! Du siehst etwas Grünes und Glänzendes zwischen den beiden Mumien. Es sieht aus wie der grüne Schlüssel, aber du kommst nicht an ihn heran. Walnar und Wignar sind im Weg. Möchtest du Walnar und Wignar den grünen Schlüssel wegnehmen? Ja, klar! Als du versuchst, den grünen Schlüssel zu nehmen, beginnen die Mumien zu sprechen. Walnar sagte, gib unsere Puppen zurück! Und Wignar sagt, lauf, verschwinde, solange du noch kannst. Oh, damn! Jo, nicht mal einen fucking Schlüssel kann ich aufnehmen. Oh, hi. Hi. Baby, Gespensterzwillinge. So, warten. Muss mal. Wir gehen voll auf Konfrontationskurs hier. Auf jeden Fall. Du, mein Freund, machst mal Geysir weiter hier. How the fuck konnte das verfehlen? Ja, dann geht's halt auf die Nuss, ne? Kann man Geister eigentlich in die Fresse schlagen? Wir werden es sehen. Oh! Oh! What? Kann man nicht. Okay. Kann man die überhaupt treffen, frage ich mich. Ah! Sie machen komischerweise aber auch nichts. Ja, auf jeden Fall, oder? Biri, 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 servus. Was mache ich denn mit den zwei jetzt alle? Ich glaube nicht, dass Licht was bringt. Feuer, Mystik, Dunkel, Dunkelspeer vielleicht? Revolver? Nee. Wir probieren mal das Messer hier. Jawohl. Maybe you can cast a fire?
Kann ich abhauen? Oder bin ich hier gefangen für alle Ewigkeit? Moment mal, wie war denn das? Entkommen, ja. What? Aber ich habe ihm noch gar nichts genommen. Nee. Was stimmt mit euch zwei nicht? Okay, ihr seid tot, zugegebenermaßen, aber... du konntest nicht weglaufen. Warum nicht? Die Typen macht doch gar nichts. Ja, lolala, habe ich mich hier gesoftlockt? Okay. Edward hat's gerissen, Alter. Wir kommen später nochmal zurück zu euch zwei. Wir kommen später nochmal zurück. Kann auch sein, dass wir vielleicht irgendwas brauchen oder whatever. Sie wurde mit dem grünen Schlüssel zugesperrt. Ja, sicherlich. Gucken, was hier oben geht. Gar nichts. Okay. Ciao, ihr zwei. Wir sehen uns später. Oh no. Noch mehr Gegner. Jetzt wollte ich mal allerdings das Messer wieder weglegen. Nein, weg damit. Ba, ba, bam. Was bist du für eine Hässlichkeit, Mann? Zur Fledermaus. Aber du bist der gefährlichere von beiden, glaube ich. Oh, oh, geil. So, mein Freund. Tornado ins Gesicht. Das war nicht Tornado. What have I done? Autsch. Was macht der Typ da hinten, Alter? Onanieren, oder? Come on, Edward, gib ihm. Oh, 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 yeah, baby. Nice. Nein, er platzt. Edward hat leider keine sehr gute Zauberabwehr, muss ich dazu sagen. Deswegen will ich ihn eigentlich ziemlich tanky machen. Tanky. Roundhouse Kick of Doom. So muss sein, Mann. Level up. Yeah. Einmal Geschwindigkeit. Das hier muss gleichmäßig gelevelt werden, so wie ich das verstanden habe. Zwecks Zauberstärke und Zauberabwehr. Aber so ganz sicher bin ich mir auch nicht. Okay, dann gehen wir mal weiter hier. In dieser ominöse grüne gar nicht. Gefährliche Tür. Speichern? Speichern. Aha. Das waren noch Zeiten, Mann, hier. Jawohl, danke schön. So, was haben wir hier Schönes? Tote Menschen. Liegt hier was? Überall liegen Menschenknochen herum. Ja, das ist dramatisch. Ich sehe auch nicht, dass hier irgendwas liegen würde. Ich glaube es nicht. Gewehrmunition, geil. Jeder, der Shadow Hearts 1 kennt, kennt dieses Gebiet hier. Das gibt es nämlich in Shadow Hearts 1 auch. Das kann man nämlich auch besuchen, dieses Kloster. Beziehungsweise die Ruinen dieses Klosters. Und das ist eigentlich 1 zu 1 der gleiche Screen. Es ist ein Säuretank. Möchtest du etwas Säure aus dem Tank nehmen? Vielleicht. Du kannst den Trank nichts entnehmen, solange du keinen leeren Behälter hast. Geil. Du siehst ein Säurebecken. Ich habe keine Ahnung, was hier abgeht, Alter. Der Typ auch nicht. Der Typ weiß es auch nicht. Weißt du, ich habe so das Gefühl, dass Edward es aushalten kann. Er hat ziemlich starke gelevelte Hände. Ha! In your face, man. So, Geysir auf dich da hinten. Geil. So schade, dass der Typ immer noch am Rumschweben ist hier. Schaut diese mächtigen Hände. Combo Man, yeah. No. Come on. So, ich habe die Kämpfe schon fast forward, ne? Aber die Kämpfe sind immer noch mega langsam. Aber hey,
So ist es nun mal. Bim, buh, oh, jo, 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 weg. Sehr schön. Kudelka ist stumm. Das ist so wunderschön. Treffe ich ihn von da? Ich glaube nicht. Nein. Dann machen wir noch einmal Geysir. Geysir of Doom. Oh, come on. Okay. Ach ja, und die Axt, die er in der Hand hält, die ist nur zur Selbstverteidigung. Keine Sorge. Man weiß ja nie, was abgeht hier. Ein S-Ring bekommen. Wahrscheinlich ein Schlagring. Oder ein Superring. Geht's da weiter? Etwas stimmt hier nicht. Uh-oh. Boss-Time. Scheiße, habe ich viel Dreck hier. Machen wir ein bisschen Käse hier. Ja. Obwohl. Ja, komm. Wir machen es auf dem schnellen Weg. Boss-Time. Yeah. Jetzt geht's aber Schlag auf Schlag hier. What the fuck? Es ist ein riesiger Eierstock. Es ist echt ein fucking Eierstock. Ein Darth Vader Eierstock. Okay, wir werden das hinbekommen. Mal gucken, ob normale Angriffe was bringen. Oh! Geil! Das hat ja gar nichts gemacht, Mann. Welcher Typ? Okay, wir werden jetzt Feuer 2 einsetzen, weil... Bombe. What? Gegen was könnte dieser Typ anfällig sein? Immer Pfeil ist immer feine Form. So wie Sattler. Sadler, ist der so? Was mache ich mit dir, Digga? Schlagring, Luftring. Extra Stummheit. Wir probieren es mal. Und die Waffen, was ich gerade ausrüste, bringen ja gar nichts. So, Revolver, please. Warten. Angriff. In your face. Fuck! Scheiße, aber was meine ich mit dem Typ? Sieht denn aus mit Megalith vielleicht? Aufsatteln. Aufsatteln. Ja. Megalith is the thing. Das heißt, er ist anfällig gegen Erde. Was habe ich denn als Erde? Gar nichts wahrscheinlich. Luftspeer habe ich. Wundervoll. Das Gewehr vielleicht? Komm, wir probieren es mal aus. Ich glaube nicht, dass das so funktioniert, aber es wäre ganz gut eigentlich. Du kannst doch auch mega lieb, oder? Klar. Geil. Ja, man merkt schon, sie ist eher auf Angriff fixiert. Ins Gesicht? Macht zumindest etwas Schaden. Was könnte ich denn noch einsetzen? Gar nichts wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Egal. Wie sieht's aus mit Tornado? Angriff? Ja. Yeah. Ich glaube, Kudelka muss nur gut aussehen.
Mehr muss ich nicht. So, Megalith war gut. Langsam aber sicher werden wir daran kommen. Keine Sorge. Ach, fuck you, Alter. James ist der Einzige, der irgendwas reißt in dem Kampf. Okay, Edward ein bisschen noch. Zwar ins Gesicht jetzt. Ah. So, dann bin ich mal weg hier. Mein Gott, bist du nervig, Alter. Heftig! Heftiger! Was war ich mit dir? Wer ist stumm? Sie stumm? Ne, Edward ist stumm. Scheiß auf Edward, Alter. Tornado schon eingesetzt? Ich glaube schon, oder? Ja, komm, ein bisschen Schaden raushauen, was soll's. Ich glaube nicht, dass das so sein muss. Geil! Tot? Oh, ich dachte. Wenn ich da an diese Pflanze, den ersten Boss denke, der war mit... What the hell? Der war mit zwei Angriffen down, Alter. Edward. Fuck. Oh, Megalith nochmal. So, jetzt sollte ich definitiv den guten Edward heilen. Heiltrank klein. Magie. Nah. Ich habe auch große Heiltränke, 7 Stück. Ja, komm. Zum Glück ist Edward so tanky. Mein Gott, der hält aber was aus, der Typ. Geil. James, the man. Ich weiß es nicht, Mann. Der Typ ist so, weiß ich nicht, typisch Shadow Hearts Reggie. Aua. Er macht Schaden ohne Ende. Ich probiere jetzt mal was. Wir gehen jetzt mal an die Frontlinie hier. Wir werden von hier mal Megalith einsetzen. Angriff. Come on, Headshot. Yeah, baby. Yeah. Warten. Es macht etwas mehr Schaden tatsächlich. Es macht keinen Sinn, aber... Mit Gott an seiner Seite kann er halt krasse Zauber. Auf jeden Fall, Alter. Daran liegt's. Nein. Nein. Aus. Mein Gott, der Typ hält aber auch was aus hier. Wie viel Schuss habe ich noch mit dem Ding? Okay, 5 Schuss noch. Aber ich kann ja nachladen. Angriff! Oh! Das ist alles nicht so viel Damage, Alter, was hier abgeht. Autsch! Meine Güte. Ich könnte es mal ausprobieren, ja, ob es das bringt. Fuck, ich wollte nicht Tornado. Angriff. Headshot. Mit einer Shotgun. Ich weiß nur nicht, wie Edward auf... nicht Edward, wie heißt er? James auf physische Angriffe reagiert. Ich hoffe gut. So, mein Freund. Das wollte ich gar nicht. Fuck! Was mache ich denn hier? Ah, he's dead. Egal, wir können wiederbeleben. Ich hab's irgendwann mal gelernt. Was für ein nerviger Kampf, Mann. Der zieht sich, Alter. Hi. Okay, du kusch dich mal. Versteck dich mal hinter der Lady. Jawohl. Da hast du die beste Aussicht.
Ich dachte, was ist jetzt los? James war mal kurz kacken. Ah, he's dead. Endlich. James hat's gerissen, Mann. Ohne James wäre hier gar nichts gelaufen. Geil, Level up. Ich denke, ich werde sie auch ein bisschen auf hier Zauber skillen. So, du kriegst mal ein bisschen mehr HP und ein bisschen mehr Geschick und Beweglichkeit. Du, mein Freund, machen wir mal hier Weisheit weiter. Geil! Statuenarmreif. Ich glaube, das ist der dritte oder so. Nee, er konnte nichts, aber schluckt halt, ne? Wie meine Ex, genau. Statuenohrring. Ein Ohrring mit einem Amethyst, der zu groß ist, um von einem Menschen getragen zu werden, erscheint zur Dekoration einer Statue gedacht. Tatsächlich brauche ich davon Statuen-Halskette, Statuen-Ohrring, okay. Statuen-Armreif. Ah, deinem Saphir. Geil. Oh, jetzt erstmal Heilung hier, sehr nice. Das wäre sehr creepy, wenn es so wäre. Aber hey, kann alles vorkommen. Du siehst eine Frauenstatue. Ja, geil. Okay, kann ich hier irgendwas einsetzen? Objekte, Ausrüstung, Statuenhalskette vielleicht? Nein, kann ich nicht. So, sehr schön. Ich wollte nicht. Nein, ich wollte nicht speichern. Dankeschön. So, geil. Zumindest haben wir einen weiteren Boss geklatscht. Was ist das? Ich weiß es nicht. Ah, wir gehen mal erst durch die Tür. Was bist du da hinten? Magie? Nein. Waffe? Hände? Bewegen? Moment mal. Ja. Allzu viel Schaden macht die Knarre nicht, aber hey. So, du machst mal Geysir weiter, mein Freund. Obwohl Megalida, ich glaube, besser ist. Bidibim. Bidibibim. Was ist das für ein Viech? So große Kopf, Junge. So ein Riesenkopf. Oh, Magie-Level ist gestiegen, geil. Das ist das, was ich wollte. Jo, Alter, was bist du für ein Hässlon, Mann? Die da. Bist du tot? Du bist tot, okay. Ich freue mich. Level up? Nein. War eine Brosche, habe ich gefunden. Eine Brosche? Das hört sich an wie ein Special Item. Aber ich glaube nicht, dass man Special Items von. Ah, das ist ein Accessoire. Erdebrosche. Geil. Geil. Erdebrosche. Absorbiert Erde. Das wäre tatsächlich eine gute Sache für ihn hier. Andererseits wäre das auch eine gute Sache für sie, damit sie vielleicht ein bisschen mehr Damage macht. Ja, wisst ihr was? Wir werden die Erdebrosche ausrüsten. Auf jeden Fall, Mann. Schon wieder ein Speicherpunkt. Da liegt was. Ich hab's gesehen. Knarrenmuni, geil. Kann ich aber nicht mehr nehmen. Schade eigentlich. Die Frage ist, möchte ich durch diese große Tür? Ich weiß es nicht. Das wollte ich nicht. Wir gehen mal durch. Am Ende des Tunnels findest du einen mit Gegenständen vollgestellten Lagerraum. Geil. Und eine Cutscene. Glaube ich. Unglaublich. Einfach unglaublich. Solche Schätze in diesem Kloster. Ist das hier nicht ein Mantegna? Und das? Ein Caravaggio? Ich fass es nicht.
Aber warum gerieten diese Schätze in Vergessenheit? Schätze? Wenn diese Schätze dem Vatikan zugute kämen, ihr Wert für die Christenheit wäre unermesslich. Was für eine Entdeckung. Haben Sie vergessen, was das hier war? Das hier war kein Kloster, es war ein Gefängnis. Menschen wurden ja grausam hingerichtet. Diese Schätze hat man ihnen wahrscheinlich abgenommen. Flüche und Hass lasten auf diesen Schätzen. Sie sind verdammt, wenn sie sowas vergöttern. Ich habe eine wichtige Mission und nicht die Zeit, anderen die Bedeutung des Glaubens zu lehren. Aber ich kann Ihnen sagen, warum wir diese Schätze gefunden haben. Es muss Gottes Wille gewesen sein. Gott sieht alles und weiß alles. Darum. Predigen Sie Ihren Schafen. Was meinen Sie, Edward? Sie scheinen gebildeter zu sein als die da. Was kümmert's mich? Mich interessiert daran nur der Geldwert. Sparen Sie sich das fromme Getue. Sie enttäuschen mich aufs Neue. Ich fürchte, Sie sind beide nicht besser als die getöteten Diebe. Die hatten auch kein Interesse an wahren Werten. Anstatt hier zu predigen, sollten Sie sich etwas klar machen. Sie können nicht all die Toten als Diebe und Verbrecher verunglimpfen. Ich habe unter Ihnen viele zerstückelte Frauenleichen gesehen. Und die waren noch ziemlich frisch. Ja, unheimlich. Selbst einem Leichenbestatter würde hier schlecht werden. Also doch, die Alten. Aber wieso? Unfug! Wie könnten so nette, aufrichtige Leute kaltblütige Mörder sein? Dies ist das Werk von Gier und Hass, von Heiden und Immigranten aus der Gosse. Ich will und werde mich nicht an solch übler Nachrede beteiligen. Das ist absolut indiskutabel.